Kommen wir mal, Leute, was geht ab? Ich bin Skydor, ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einem weiteren Detektiv Conan Video. Einen Trailer zum 22. Kinofilm konnten wir uns schon angucken. Wer diese Gelegenheit noch nicht hatte, Link zum originalen Trailer ist unten in der Beschreibung zu finden, geht 32 Sekunden. Und wenn man sich diesen Trailer angeguckt hat, dann weiß man, ja, der Film wird geil, viel Spannung, viel Action, aber auch Momente, wo man sich so denkt, WTF ist das gerade wirklich passiert? Momente, die einen hypen auf den Film, ja, die man sich gar nicht so erklären kann, wo man aber eine Erklärung möchte, unter anderem hier die Verhaftung von Corcoran Mori, Bildmaterial aufgetaucht ist zum Film, also wirklich Bilder aus dem 22. Kinofilm, dies werde ich euch nicht vorenthalten, werde auch dort zu einigen Bildern was sagen. Unter anderem hier das erste Bild mit Amuro, der Schlüsselfigur, der Hauptfigur, mit einer schwarzen Jacke, mit einem hellblauen, vielleicht sogar weißen Rollkragenpullover, wirkt hier etwas ängstlich erstarrt, trifft sich hier wahrscheinlich am frühen Morgen mit einer Person, sprich gerade mit dieser, ja, und das Ganze sieht so aus wie in irgendein japanischer Platz, irgendein Platz in der Öffentlichkeit. Weiter geht's hier mit Amuro, so wie wir ihn kennen, ja, mit seiner ganzen Raffinesse weicht er einem mächtigen Punch, einem mächtigen Schlag aus, ja, mit der Hand schön den Arm zur Seite geschoben, um Don zuzuschlagen, um Angriffsfläche zu minimieren, um auszuweichen natürlich dann, um sich dann einen Vorteil zu holen. Sehr, sehr geil. Verspricht auch schon mal, okay, es gibt auch die eine oder andere Schlägerei, was ja gar nicht so negativ sein muss. Dann das nächste wunderbare Bild, wir sehen hier Trümmer in der Luft und mitten in den Trümmern sehen wir den jungen Conan Edogawara, der gerade seine Power Kick Boots aktiviert, sein rechter Schuh ist am Leuchten wie ein Regenbogen, der Ball rotiert in der Luft und wartet darauf natürlich, sein Ziel zu finden, und das ist doch einfach ein herrliches Bild, also wenn das nicht geil wird, dann weiß ich auch nicht. Hier haben wir wieder Conan, man sieht, wenn man ganz genau hinguckt, er wirkt etwas ängstlich auch, erschrocken nach dem Moment, kann man vielleicht so sogar sagen, scheiße, was mache ich jetzt? Hier sieht man so auch eine Angstschweißperle, ja, die so ein bisschen runterläuft, und im Hintergrund sehen wir dann auch auf der rechten Seite das solarbetriebene Skateboard, was der liebe Agasa entwickelt hat. Im nächsten Moment scheint es früh zu sein, beziehungsweise Sonnenuntergang, denke ich jetzt mal eher. Er spricht über seinen Stimmtransposer, durch seinen Stimmtransposer, emittiert gerade eine Stimme. Er wirkt etwas... etwas merkwürdig, ja, diesen Blick, den würde ich erstmal so deuten, dass er vielleicht etwas wehmütig guckt, nicht zufrieden wirkt, ja, vielleicht gerade den Fall aufklärt, den Täter gestellt hat und vielleicht auch jetzt etwas verstanden hat, ja, also es wirkt ein bisschen aufgeschlossen, vielleicht auch so ein bisschen erkenntnisreich, würde ich jetzt mal so sagen. Im nächsten Bild, eigentlich ist das schon das Lieblingsbild von meiner Seite, und zwar sehen wir hier ran, dunkler Background, Ran weint, sie probiert die Tränen mit ihrer Hand, mit ihrer Faust wegzuwischen, und das ist ein Bild, was direkt ins Herz geht. Ja, das Herz, wenn man sich dieses Bild anguckt, wird direkt hier in mehrere Teile zerrissen, das heißt auf jeden Fall irgendwas passiert, und wir wissen, Ran ist zwar ein sehr emotionaler Mensch, aber Ran weint nun nicht bei jeder Kleinigkeit, meistens weint Ran in Bezug, wenn etwas mit Shinichi passiert, wenn er verschwunden ist, wenn er verletzt wird oder sonst was. Von daher, Leute, bin ich richtig fett gehypt. Dann haben wir hier natürlich noch den Boss, der Boss, nämlich Corcoran Mori in der besten Form nach dem Motto, ey, ihr wollt was gegen mich machen, ihr könnt gar nichts, ich bin der berühmte Meisterdetektiv Corcoran Mori, wenn ihr etwas wollt, klingelt an meiner Detektei, ich bin bereit, ich warte mit meinem Bier und mit meinem angeschalteten Fernsehen und gucke gerade Pferderennen. Das ist auf jeden Fall dieser Corcoran, dieser Killer Corcoran, macht euch keine Sorgen, ich werde den Fall klären, ich bin bereit, geil. Ein selbstbewusster Corcoran Mori, das fehlt, und hier wahrscheinlich genau das Bild im Gegenstück, ja, nämlich aufgrund dieses Selbstbewusstseins, was Corcoran Mori hier ausstrahlt, ist Eri auf jeden Fall etwas überrascht, ja, gerät hier so ein bisschen in Verlegenheit, die Wänkchen werden rot, ja, sie interessiert sich wieder zu Corcoran Mori, wobei man sagen muss, sie haben sich eigentlich die ganze Zeit geliebt, wer so ein bisschen den Manga verfolgt, der weiß auf jeden Fall, dass sie bald wieder zusammenkommen, ja, sie hatten ja halt nur irgendwie so eine Pause, ein bisschen Distanz zwischen, aber ganz ehrlich, so Blicke sagen mehr als 1000 Worte, unter anderem auch Bilder, ja, sagen mehr als 1000 Worte, von daher, Obacht, ich bin mega gehypt, so ranweint. Eri ist auf jeden Fall auch involviert, das heißt, wir haben jetzt schon mal die Beziehung von Eri und Corcoran, Shinichi und Ran, Amuro muss auch noch eine fette Beziehung haben. Jetzt ist aber die Frage, zu welchen Personen. Unter anderem, ich denke mal, zu Kasami wird ja hier auch fett erleuchtet, dass wir so ein bisschen was aus seiner Vergangenheit erfahren.
Nächstes Bild. Wieder die Schlüsselfigur Amuro probiert gerade seinen Wagen zu lenken. Vielleicht muss er gerade ausweichen. Es wirkt so, als ob ein Auto praktisch sich seinem Auto nähert. Ja, deshalb sieht man so ein bisschen, dass er so geblendet wird. Vielleicht muss er auch einem Zug ausweichen oder sonst was. Das Auto halt aus der Affäre ziehen. Ein sehr, sehr grimmiger Gesichtsausdruck. Da weiß man auf jeden Fall, die Scheiße ist am Dampfen. Dann ein Bild, was wir vielleicht schon so ein bisschen aus dem Trailer herausdeuten können. Und zwar ist das gerade so ein Bild, wo Eihalberer wunderbar vor ihrem PC sitzt und einige Daten auswertet, unter anderem auch Fingerabdrücke. Weiter geht's mit einem Bild, was wir eigentlich auch kennen dürften. Ich glaube, das war sogar das erste offizielle Bild, was wir gesehen haben. Conan Edogawa auf seinem solarbetriebenen Skateboard. Im Hintergrund sehen wir auch ein paar Leute. Wenn man ganz genau guckt, sieht man dann links zarte Beinchen, ja, mit wunderbaren Absatzschuhen. Es scheint sehr, sehr regnerisch zu sein, dunkel und nicht gerade das beste Wetter. Vielleicht täuscht mich aber auch meine Sehschwäche. Das kann ich jetzt nicht genau deuten. Und dann zum Schluss auch noch mein Bild, was uns auch aus dem Trailer bekannt sein durfte. Und zwar Amuro, der hier auch wieder in seinem Auto sitzt. Wahrscheinlich ist das eine andere Perspektive von dem Bild, was wir gerade gesehen haben, ja, dass er gerade das Auto probiert, aus der Affäre zu lenken, einen Unfall zu vermeiden. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Schreibt mir in die Kommentare, welches Bild war euer Lieblingsbild? Wo stellt ihr euch das beste Szenario vor, vielleicht die beste Szene? Ich würde mich auf jeden Fall riesig darüber freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Kaido Akai.